Seit 1993 besteht Special Olympics Österreich in der heutigen Rechtsform als gemeinnütziger Behindertensportverein. Dieses Jubiläum wurde im Schladminger Kongress gebührend gefeiert. Special Olympics bietet weltweit in 180 Nationen Kindern ab 8 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit mentaler Behinderung Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in 26 olympischen Sportarten an. Mit dem gemeinsamen Eintrommeln wurde ein ganz besonderer Programmpunkt gesetzt. Das Wesentliche im Umgang miteinander ist nicht der Gleichklang, sondern der Zusammenklang. Und so fanden sich alle Menschen dieses Abends zusammen, um diese schöne Begebenheit zu initiieren. Präsident Hermann Gröll konnte zahlreiche Ehrengäste aus der Politik begrüßen. Es ist mir eine sehr große Ehre und Freude, Sie alle mit Ihren Begleitern heute hier zu unserem kleinen Fest 20 Jahre Special Olympics in heutiger Rechtsform als gemeinnütziger Behindertensportverein willkommen heißen zu dürfen. Geschätzter Herr Präsident, lieber Bürgermeister Hermann Gröll, mein Vorgänger im Amt, geschätzte Ehren- und Festgäste, vor allem große Familie der Special Olympics. Ich freue mich als Bürgermeister der Stadt Schladming, euch hier im Mediencenter der Alpinen Skiweltmeisterschaft, hier im Kongress Schladming auch willkommen heißen zu dürfen. Im Februar 2013 schon so, dass sie alle wirklich gefreut haben, dass wir diese Spiele 2017 kriegen, dass wir wieder etwas für die Menschen tun können, die wir es nicht so einfach haben, mit den besonderen Bedürfnissen. Und da ist jeder mit Herz dabei und diese Herzlichkeit spürt man in unserer Region bei jeder Gelegenheit, aber da besonders. Und dieser Herzschlag für die Welt, der sollte von unserer Region aus über Europa die ganze Welt erreichen. Ein Highlight ist, dass ich jedes Mal heimgekommen bin mit einer neuen Freude und mit einer neuen Begeisterung, weil man wieder entweder gleiche oder neue Special getroffen hat und die haben man wieder angeschmust oder ein Puzzle gegeben oder sie waren halt immer ehrlich dankbar. Und das Geschenk der Dankbarkeit und der Ehrlichkeit, das passiert ja nicht immer, außerhalb der behinderten Menschen auch nicht. Und daher frage ich mich hin und wieder, sind die wirklich so behindert, wie manche glauben, oder geben sie uns nur in einer anderen Weise ihre Stärken zu verstehen? Und ich habe da sehr viel an Stärken und an Liebe gewonnen und das ist das Schönste. Die Stellung der behinderten Menschen im Allgemeinen und die Special Olympics im Besonderen vor 20 Jahren und jetzt sind in der Gesellschaft nicht dieselben. Und dafür haben wir gearbeitet, dass die Leute Anerkennung finden, nicht Mitleid, dass sie vom Rand in die Mitte der Gesellschaft kommen. Und da sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Wir sind nicht am Ende, nicht am Ziel, aber wir sind weit, weit weiter, als wir damals waren. Special Olympics ist, glaube ich, wirklich eine Idee von Eunice Kennedy Shriver gewesen, die 1968 zum ersten Mal mit diesen Weltspielen begonnen hat. Und ihre Idee war es, behinderten Menschen, geistig behinderten Menschen, den ihnen gebührenden Platz in der Gesellschaft einzuräumen. Und durch so viele Vorurteile und Missverständnisse war das nicht der Fall. Und ich glaube, dass es tatsächlich gelungen ist, zumindest in einem kleinen Bereich, unsere Welt ein bisschen zu verändern. Und diese Flamme der Hoffnung brennt. Die letzten 20 Jahre waren erfolgreiche Jahre. Für den Behindertensport und für Special Olympics Österreich, aber auch für Familien und Trainer, zeigte sich Präsident Hermann Gröll stolz.
Auch Werner Breithuber und Günter Ziesel berichteten über ihre persönlichen Erfahrungen mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, deren Freude und Dankbarkeit.